Hi Leute, Desano hier und willkommen zur Fahndung, zur letzten, zum Finale. Und ich bin gespannt, wir haben kurz nach 10, sollte geupdatet sein. Ich dachte, ich habe die Sommerzeit vergessen, deswegen habe ich beispielsweise morgen um 9 Uhr, habe ich schon angemacht. Dadurch muss ich den Livestream natürlich ein bisschen verschieben jetzt, weil das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern hier. Aber wir werden es uns anschauen. Ich bin wirklich gespannt. Gespannt, wie die Endmission an sich gemacht ist und wie es mit Kelso ausschaut. Aber erstmal den Ladebalken des Todes. Und dann Battery Park. Doppel XP. Das hat immer nice, wenn der Fahndung. Und jetzt schauen wir, wir starten mit 76%. Und ja, den Rest schauen wir uns jetzt an. Gucken wir mal. So, dann porten wir uns mal rüber in den Battery Park. Das sieht aus, als ob die ganzen Leute Bock hätten auf die Fahndung. Wir werden uns das Ganze angucken, fangen an im Bootshaus. Oh, muss ich mal gucken, der ist eingenommen, Widow's Nest. Ich glaube, ich setze es mal kurz zurück. So, nicht, dass wir den gleich brauchen sollten. Das ist ja auch immer so eine Sache. So, jetzt sind wir beim ersten angekommen. Wir werden das Ganze hier tackeln mit einem Stürmerbild, einer neuen Variante, die ich gerade am Testen bin. Ich hatte schon einmal draußen in einem Stream vor ein paar Wochen. Aber ich habe darüber noch kein Video gemacht. Ich finde es eine sehr, sehr coole Variante. Ich bin dann mittlerweile besonders ein absoluter Verfechter von. Wir brauchen einfach nicht mehr Damage. Brauchen wir einfach nicht. Und dass der Stürmer in einer gewissen Position, in einem gewissen Bild mit Brust und Rucksack absolute Meta ist, brauche ich den wenigsten von euch zu erzählen. Einfach so vier Teile Stürmer angezogen, sind tatsächlich echt sehr gut und reichen vollkommen aus. Ne? Es fehlt dann klar an mehr Damage. Man hat trotzdem vitale Stürmer, die trotzdem sehr guten Schaden machen und man kann damit ein bisschen rumspielen. Ne? Dadurch sind auch die ganzen Hybrid-Builds entstanden und so. So auch hier. Und wie gesagt, das soll jetzt nicht Thema der Fahndung sein, aber nur um euch ein bisschen, ja, ein bisschen den Mund wässrig zu machen. So, schauen wir mal. Ja, sehr gut. Ich glaube, hier muss ich kurz mal gegenhalten. Ich mache mir kurz ein bisschen Da waren wir kurz ein bisschen zu nah. Was der echt darunter hüpft. Wow, die Stelle haben wir gerade. Ich stelle mich gerade ein bisschen auf die Probe hier. Frühen Morgen, was ist los mit den Cleanern? Was ist denn nicht los? Hier ist doch noch mehr! Das kann doch nicht alles von, kann nicht alles von einem Kontrollpunkt sein. So, bin ja mal gespannt, eventuell fällt es euch ja ein, was für eine Variante das sein könnte. Ich
versuch so wenig ins Inventar zu gehen wie nur irgend möglich. Einfach mal ein bisschen Rätsel raten könnt. Bin gespannt auf eure Kommentare. So. Ja, von wo kommen wir hier? Gut. Ihr seht halt doch jetzt, also wirklich, ist absolut was anderes, absolut Damage Overkill. Das hier reicht vollkommen aus und man hat trotzdem auch eine gewisse, sag ich mal, eine gewisse Herausforderung, ne? Weil manches, wenn du mit den meisten Builds rumläufst, ist das alles ein Spaziergang geworden, leider. Und das ist halt doch wirklich schade. Ja, wo ist der hin? So. Ressourcen nicht vergessen, das Wichtigste im Spiel. Schön verraten mit dem Aufploppen da oben, aber ich glaube, das hat keiner gesehen. Ja, rausfinden, was sie gemacht hat. Finden wir vielleicht raus, wer sie genommen hat. Beziehungsweise, wer sie entführt hat. New York City Hausreinigung. Achso. Dingens noch. Ja, den Schmutzloot brauchen wir jetzt nicht. Jetzt weiter. West Street. Okay. Chaos Hotel in Parika. Okay. Oh, das ist direkt hier. Sehr gut. Target near you. Ja, die hatten direkt Bock. Mal gucken, ob wir es schaffen, ob wir auch hierher dahin kommen. Hier durch. So, hier sieht doch ganz gut aus.
Hier ist ein bisschen was los. Ja, das war natürlich dumm. Ich glaube, der zählt eigentlich nicht dazu. Oh, der zählt nicht dazu. Oh, das ist bitter. Oh, das ist richtig bitter. Okay. Oh. Ich glaub, der stand echt ungewollt hier. Oder ne, der gehörte nicht dazu. Das war jetzt nice. Die brauchen wir eh. Da geht's hierher. Ich hasse das Navi, die dann nicht genau anzeigt. Ne, bestellenweise ist das so. Muss man unnötig in der Gegend rumlaufen. Was? Ne, ich nicht, gell? Ja, oder so. Oder so. Benchipuls ist das Beste. Okay, hier runter. Geht hier links von uns. Okay. Oh shit, Button. Ja, sehr gut. Oh, die kommen zusammen, das ist bitter. Oh, und hier ist der Buffer. Oh, ich muss kurz mal ein bisschen. Okay, Buff ist weg. Ein Boss weg. Wow, wow, wow. So, einfach mal kurz den hier. Dann hinter ihn. Oh, oder auch nicht. Oh, Daniel. Muss auch treffen. Ja, sehr gut. So. Prozent. Widows Netz. Ja, seht ihr, zum Glück haben wir den zurückgesetzt. Weil. Jetzt müssen wir hin. So.
So. Oh, angekommen mit aus dem Netz. Stay the fuck out. Ja. Nee. Oh, mein, ein sehr geiler Kontrollpunkt. Ich mag den hier. Ich mag tatsächlich auch die, die meisten in New York hier. Okay, das tackeln wir aber, indem wir direkt hochgehen. Oh, wenn wir nicht abgeballert werden. Okay. Oh, wow. Oh, wow, was war das? Alter, was war das? Verbuggt. War gerade ein bisschen wild. Wir gehen hier hoch. Und tackeln von hier. Den Lieutenant müssen wir da wegholen, da oben. Ah, die Pose ist nicht die beste. Mini schmeißen. Oh, wow, wow. Warum werde ich verwirrt die ganze Zeit? Die haben doch gar keine Spezialmuni eigentlich. Was ist los mit denen? Wovon war das? Nein, das wird mir zu wild gerade. Oh, das wird echt zu wild. Schnell durchziehen. Alter Vater. So, holen wir den gerade mal da weg. Ah, die haben so relativ viel HP. Wenn mich jemand fragt, beziehungsweise wenn euch jemand fragt, warum Division so geil ist, dann zeige ich ihm genau hier so einen Clip von einem Kontrollpunkt des Chaos, was da entstehen kann, was da, was das für eine geile Ballerei ist. Das ist einer der ganz großen Dinge, warum ich Division so liebe, gell? Einfach mega. Und nur immer wieder sahen. Gibt nichts, was auch nur ansatzweise so gut ist oder eine Lücke füllen könnte. Oh, fuck. Sehr gut, soweit. Muss halt natürlich aufpassen. Ich habe halt keinerlei Heilung mit dem Bild, außer meine Medikits. Und ein bisschen Rüstung bei Tötung. Aber ihr seht, hier so ein. Man kann schon. Oh, man kann trotzdem sehr aggressiv spielen hier mit dem. Gefällt mir echt gut. Da, wo hängt er? Da.
near the Hugh Carey Tunnel. Secure the area and see if you can figure out what the hell she was up to. Okay, ab in die Tunnel. So. Das ist auch direkt um die Ecke. Hiernach sollten wir eigentlich die Location. Können wir hier von. Ne, wir rennen von hier. Hiernach sollten wir eigentlich die Location von Kelso aufgespürt haben. Die Position. 10% noch. Okay, komisch, wie diese Season die Prozente verteilt wurden. Strange. So. Hier sind wir direkt. Okay, wieder ein paar Cleaner. Gibt es eigentlich so, weil ich mag die Cleaner. Ach, guck mal hier. Der Loot-Gobo mit nur Schmutz, mit nur lila Zeug. Also, wisst ihr, ich finde es total schade. Man könnte hier, wenn er auftaucht, man könnte ihm 4 Items geben, die alle Max-Stats haben. Das wäre nice. Dann würdest du dich freuen, dann würdest du ihm sogar hinterherlaufen. Ich meine, er läuft eh die meiste Zeit auf einen zu, aber ihr wisst, was ich meine, ne? So, was wollte ich jetzt sagen? Ach genau. Ihr haut mir mal in die Kommentare, was so eure Lieblingsfraktion ist, gegen die ihr kämpft. Und eure Hassfraktion. Was ist das hier mit Black Tusk? Ist das so gewollt? Wow. Ah, okay. Ja, ist gerade ein bisschen. Eieiei. Ich muss gerade hier in Deckung gehen, nützt nix. Von wo? Na. Nur Gummis. Okay, wo will er uns hin? Medikits sind vergessen. Papa hat keine mehr. So. Ich muss das gleich ein bisschen vorsichtiger spielen. Auch hier die vertane Chance. Warum sind die hier alle rot? Hat man schon, ich weiß gar nicht, wie oft man das schon angesprochen hat, ne? Okay. Wollen die uns nicht haben? Die wollten auf die Straße laufen wahrscheinlich gehen. Happy Hour! Eine weiter. Na.
Das meine ich. Das ist unnötig Zeit, die man läuft. Unsichtbare Hand. Oh, ich schon wieder Black Tusk hier. Ist das jetzt echt nur Zufall oder ist das hier, weil es schön gemischt ist? Müssen wir hier rein? Sieht gar nicht mal so gut aus. Ja, so ein Schmutz. Gibt's ja gar nicht. Weiß ja nie, ne? Ne. Und wo kam die Drohne jetzt? Lass mal kurz gucken, ob der hier hinten. Hier chillt doch einer. Das ist total dämlich. Okay. Nicht da rein. Sollten wir aber mal langsam am Endpunkt angekommen sein. Da vorne sind wir. Ah, ne, hier. That's your target, okay, sehr schön. Und hier? Falls uns wieder in den Rücken rein. Lieber für Ordnung sorgen da hinten. Sollten wir dann gleich die Tabula Rasa haben. Was ist los? Stecken die fest da? Was der Gomez. Oh, okay, gut, hat doch gereicht. Castle Clinton übernommen.
Aha. Castle Clinton. Na, schauen wir mal. That's another one down. Good job, Agent. 95, ja. Jetzt sind die restlichen 5 und dann die Climax-Mission. Ich bin echt gespannt. So. Ah ne, kurz. Außen versteckt. Ja. Was Clinton? Hassan Lion Bahaudin und Amina Links Farid. Okay. Gruftor. Also Kinder, dann gehen wir zum Bootshaus. So, Target near you. Bin gespannt. Ja, die Doggos nerven am meisten. Bin jetzt rausgelaufen extra oder was? Was ist los hier? Ah, okay. Ja, wahrscheinlich. Gehörten eigentlich zu mir. Die Position hat immer noch nicht gewechselt, da muss noch einer. Was ist denn hier los? Das ist ja wie ein Loot Cave gerade. Ja, die Elm auf die Distanz ist halt auch schon super, ne? Weißt du schon, warum viele. Viele gern mit der auch legendär tackeln, ne? Ich bin jetzt trotzdem verwirrt, weil. Irgendwie. Wir gehen jetzt mal gucken. Ich glaube, die eigenen Teammitglieder haben ein bisschen für Chaos gesorgt. Normalerweise müsste es jetzt nach ihm weitergehen. Okay. Gut, das sieht gut aus. Geht der Spawnpunkt da hinten von den nachfolgenden Truppen. Und ihr. So. Jetzt pass auf, Papa war lange nicht hier. Doch. Ich glaube, dem überlegen, wie wir hier reinkommen. Das war echt geil, ne? Wo wir das DLC bekommen haben, Waters of New York und dann hier. Entering Contaminated Area, ja, natürlich immer noch. Wo wir dann hier rein sind. Sau, sau geil. Ja, storytechnisch war das DLC auch echt top, ey. Okay.
Sehr, sehr cool. Bleiben wir hier in der Mitte? Oder bleiben wir hier außen? Jetzt sagen wir, bleiben wir erstmal hier außen. Das sind auf jeden Fall viele. Na, wo ist er? Da. Guck mal, wieder zurückzukommen ins Castle Clinton, das auf jeden Fall, ne? Nach oben. Na also, wer so gut findet. So. Gucken, ob so beide zusammenkommen. Dann mach hoch, komm. Das sieht ganz... Oh. Oh, nicht gut. Ist er down? Oh, nicht gut. Nein, nein, nein. Oh, ich muss die Pose wechseln. Nein, nein, nein. Wow. Bitte. Mach Amina zuerst, die ist die gefährlichere. Tatsächlich. Okay. Nice. Nach einer Nachricht waren die Kelly auf der Spur, da haben sie den Boten getötet. Schau mal, 100%. Sollten wir jetzt haben. Gestrandeter Tanker. Okay. Okay. Hier sind wir bei der Endfahndungsmission gestrandeter Tanker. Alani Kelso. Ich bin gespannt. Schauen wir mal. Agent, Isaac got a ping from Kelso's watch at the stranded tanker. If we know her location, other people will soon if they don't already. This may be our last chance to bring her home. Signal von Kelsos Uhr könnte, wenn ich überlege, könnte das eine schöne Falle sein. Oh, okay. Ich glaube, das wird eine knackige Geschichte. Wow! Gerade mal überlegen, ob ich ein bisschen auf meinen... Was hat er denn da gemacht? Okay.
Kurz Posi wechseln. Aber mir klar. Oh je. I see nothing. Ah, ist der Heiler. Oh, wow. Sehen einfach nicht hier. Das ist einfach ein bisschen. Wir haben die nächste Welle. Krass. Der Heiler muss direkt weg. Auf die Leute aufzuheben. Ah, war mir klar. Dachte, ich könnte ihn besser erreichen dahin. Muss gerade ein bisschen vorsichtig hier spielen. What the fuck? Ja, das war mein letztes Medikit. Alter. So, ein Glück haben wir ein bisschen. Das war ein starker Vorhof hier. Und gespannt, wie weit wir rein müssen. Ja, beruhig dich. Wow. Boah, das ist bitter. Fuck! Nein! Wow, bitter, ey. Ja, das ist ein bisschen nervenaufreibend dann, ne? Ich bin gespannt, wie sie sich schlägt im Vergleich zur Anwerbermission. Fuck! Ja, Spezial. Oh, Alter, ist der Assi.
Okay. Stockmuni ist wild. Lass mal kurz ein bisschen. Ein bisschen Damage rein. Okay. Oh fuck you, Sniper. Exakt da. System disrupted. System reactivated. Ihr merkt direkt konzentrierter, ne? Das hier ist was anderes wieder. Das hier ist was anderes. Ich bin gespannt, wie weit wir rein müssen. Ganz wichtig. Oh, war hier. Okay. Ernsthaft? Wow. Nein! Schnell rein! Alter! What the fuck? Okay, warte mal kurz. Ich hatte eigentlich meinen Wiederbeleber, ne? Okay. Dann sehen wir uns gleich an der Stelle wieder. So, probieren wir das Ganze nochmal, gell? Das ist schon wild, bisschen. Auf jeden Fall. Wir gehen auf jeden Fall erstmal hier rein. Wünsche auseinandernehmen. So, diesmal wissen wir Bescheid. Diesmal wissen wir Bescheid hier. Ja.
Na komm. Okay. Alter Vater, noch nimmt man den Strand erreicht und schon nass geschwitzt. Ist er wie im Urlaub. Ich hoffe, am Strand ist Feierabend hier. Also storymäßig, aber da bin ich hundertprozentig. Oh, okay, so haben sie wirklich verfolgt. Cassandra. Lau ist tot, die Leiche wurde geborgen und verbrannt. Das kann nicht sein. Okay, krass. Schauen wir mal. So, da sind wir wieder. Aber ich muss ein bisschen runterdrehen. Bin von heroisch runter auf herausfordernd. Das wäre echt geisteskrank. Zweimal danach die Stelle noch draufgegangen. Absolut brutal. Das ist halt was für Gruppe. Ne? Da merkst du bei den Endmissionen, finde ich tatsächlich schon. So. Jetzt holen wir erst die scheiß Hunde weg. Ja, das sieht gut aus. So, ein bisschen Übung hat man dann schon, ne? Wenn man ein paar Mal drauf gegangen ist hier. So. Oh, jetzt hat er aber auch gut daneben geballert. Alter Vater, das ist krass. Wie gesagt, auf heroisch absolut geil, was für eine gute Gruppenkonstellation, ne? War halt auch bei der letzten, bei den anderen Fahndungen, die waren halt auch schon sehr knackig. Was ja absolut super ist. So, aber jetzt gucken wir erstmal. Okay. Ja, genau. Weil du der Elektrohauptmeister bist. Okay. Ah je, was soll das hier in dem Bereich geben? Für ein paar True Sons, Major McKenna. Okay, die konnte gar nichts. War so klar, dass hier einen in den Rücken fallen, ne? Aber? Ja, so nett. Mach mal den scheiß Loot weg. Da hinten hängt er. Wer kommt hier noch? Ja, kann man machen. Obwohl sie hier ist zwar nicht die geilste, aber mal gucken. Oh, wow, wow.
Nice. Komm, ich hab was Schönes für dich. Nein, Daniel, das war dumm! Alter, willst du dich verarschen? Boah, ich muss hier weg. Oh! Okay. System restored. So, jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich. Brauchst du dir gar keins zu drücken? Nice. Freiheitsmaske. Ah, sehr cool. Sehr, sehr cool. Okay. Wir wollen uns mal kurz angucken. Wo ist er? Bin ich dann Shell? Vielleicht gebe ich sie nachher erst. Weil irgendwie, ach ne. Ich bin Shell. Okay, muss mal später mal gucken. Aber sehr nice. Da hatten ja einige spekuliert, dass irgendwie die, da noch ein Platz frei wäre. Ne? Guck auf eine bestimmte, auf eine Huntermaske. Das ist natürlich cool. All remaining units, forget Cassandra. Intercept the division. Okay. Blau interessiert nicht. Das ist krass. Halt sie mir ja immer her damit. Dass die True Sons abgelassen werden, hier schön mit dem Heli, ist halt auch mal nice. Ja, komm. Ja, Anderson, wo sind die Hilfsarbeiter her? Area secure. Isaac's still getting a ping from Kelso inside the tanker. Aber das ist auch cool bisher. Gefällt mir gut, die Mission. Wieder, bin auf den Endfall gespannt, gell? Weil die Mission bis zum Endkampf, die war beim Anwerber halt auch cool. Und danach war ja. Fand ich persönlich ja nicht den besten Endkampf einer diesen Endmission. So. Ja, müssen wir runter. Können wir denn von oben ballern? Hier ist so eine Falle hoch 10. Okay. Unknown network detected. Agent, glad we can make it. It's really good to see you. Vanguard identification confirmed. Rogue network activated. Agent status. Rogue. Was?
What the fuck? What the fuck? Ein Auto und funktioniert. This is gonna be fun. Ihr wisst, wo die hinfahren, ne? Über die Brooklyn Bridge, oder? Die fahren doch über die Brooklyn Bridge. Einsatz abgeschlossen? Das war's, oder was? Nein. Yo! Krass! Unbekannter Ping. Ja, da müssen wir hin. Nebeneinsatz. Ja, let's go! Nice! Alter, Theo Panel, Kina und Kelso, ich geh kaputt. Ich bin hier, über das. Ach, ihr seht das ja gar nicht, fang ich mit dem Finger auf dem Monitor. Hier! Leute, Brooklyn! Zack, DLC. Geile Scheiße. So. Warning. Unauthorized network access detected. Unautorisierter Netzwerkzugriff. Ja, gib mir. Alter Vater. You need to ask yourself, who has earned the right to tell you what to do? How many more good people have to die for the brass to survive? How many more people need to die so that Nat can have her little empire? I know you signed on to save what remains. But sometimes what remains isn't worth saving if all it does is kill you faster. I know you. You thought you got me. You saw my body. You felt my corpse. Watched my lips flap through your contact lens and ISAC declare agent deceased. Agent deceased. But the identification was never confirmed. Our little performance was enough to convince the powers that be we were gone, no longer a threat, and Lao was with the Black Tusk. So we could continue with our work. Agent, I know you're wondering if you made the right choice. Staying the course. I want to build a bridge between us. Another, safe haven, if you will. And now that Kelso has seen the light, I hope you will too. See you soon. Ist Kelso so naiv? Remote connection lost. Ich meine, vieles von dem, was er sagt, klar, ne? Ist einfach eine ganz eigene Vorstellung von dem, wie das Ganze aussehen sollte, wie das Ganze weitergehen sollte. Seit alles im Bach runtergegangen ist. Aber das ist ja geisteskrank. Hammer. Sau cool. Sehr, sehr cool. Sehr geile Fahndung. Sehr, sehr geile Story. Das hier hat mir richtig gut gefallen. Besonders in Bezug auf das letzte Season. Wie gesagt, das war auch eigentlich total nice. Und dann war es kurz gegen Ende hin. Bisschen komisch. Ich bin wirklich gespannt, was ihr sagt. Zur Mission an sich und natürlich auch zur Story. Ne? So, in diesem Sinne, Leute, vielen, vielen Dank
für alle, die bis jetzt noch da sind, lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei uns auf Discord vorbei. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye.